Ja, hallo, wir stehen hier mit Indigo im Hambacher Forst, der eigentlich ein Wald ist. Der Hambacher Wald soll demnächst abgeholzt werden für den Braunkohletagebau. Und ich stehe hier mit einer Aktivistin, wir sprechen hier mit einer Aktivistin, die hier versucht, den Wald vor der Abholzung zu schützen. Ja, was macht ihr hier und warum macht ihr das? Wir leben hier im Hambacher Wald auf Baumhäusern. Der Wald wurde vor 6 Jahren mit Baumhäusern besetzt. Es war vor allem ein Zeichen für Klimagerechtigkeit, weil der, wie gesagt, für Braunkohle abgeholzt werden soll. Und Braunkohle ist der klimaschädlichste Brennstoff, den wir gerade haben. Und Klimawandel bedroht weltweit Lebensräume und Wälder und eigentlich alles, wovon unser Leben abhängt auf diesem Planeten. Was aber auch total spannend an diesem Wald ist, ist die Frage, wie kommt es überhaupt, dass es hier noch so etwas wie einen Urwald gibt, einen 12.000 Jahre alten Wald? Und das liegt daran, dass es ein Würgewald war, also sozusagen eine Amende. Das heißt, sie wurde von den Leuten, die von diesem Wald tatsächlich abhängig sind und betroffen sind von den Entscheidungen, die hier getroffen werden, verwaltet. Und deswegen wurde er erhalten, weil die Menschen, die von dem Wald abhängig sind, selbst am besten wissen, wie damit umzugehen ist, weil sie ihre Lebensgrundlage erhalten wollen. Und deswegen ist für uns hier ganz klar, dass wir dagegen kämpfen müssen, dass Konzernen wie RWE so einen Wald gehören darf. Weil wir sind davon abhängig, was mit diesen Wäldern passiert. Deswegen müssen wir auch mitentscheiden, was damit passiert. Und wir dürfen das nicht einem Konzern wie RWE überlassen. Und deswegen kämpfen wir gerade vor allem dafür, dass wir wieder über unser eigenes Leben und über die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, verfügen können. Und deswegen geht es uns ganz viel darum, Menschen aus dem Ohnmachtsgefühl zu befreien und ihnen zu zeigen, wir können was verändern. Der Mensch ist nicht schlecht, sondern der Mensch ist durchaus in der Lage, nachhaltig mit der Natur umzugehen. Und dafür sind wir hier. Ja, jetzt sind ja Wälder allgemein dafür bekannt, dass sie für Klimaschutz ganz wichtig sind. Aber was ist hier an dem Wald das ganz Besondere für den Klimaschutz? Wo ist hier der besonders große Klimaschutzwert beim Erhalt dieses Waldes? Die Sache ist, dass wenn der Wald hier nicht abgeholzt wird, der Braunkohletagebau Hambach nicht weitergehen darf oder nicht weitergehen kann, weil der Wald dann im Weg ist. Und die Braunkohleregion hier ist die größte CO2-Quelle von ganz Europa. Wir produzieren durch Braunkohle ein Drittel der CO2-Emissionen von Deutschland. Das sind enorme Mengen. Und die Schäden von Klimawandel tragen wir hier nicht als erstes, sondern Betroffene im globalen Süden, denen wiederum ihre Lebensgrundlage entzogen wird. Und das finden wir so ungerecht, dass der Wald für uns auch zu einem Symbol geworden ist. Denn wir wissen, wenn wir den Wald hier erhalten können, dann können wir den Braunkohletagebau stoppen. Ja, für diesen festen Torf, für diese Braunkohle wird hier Wald zerstört und das Klima versaut. Das ist gar nicht so. Ja, das ist eigentlich keine Kohle, das ist eigentlich nur pulverisierter Torf. Viel Wasser, viel Dreck, viel Schwefel, wenig Energie. Die dreckigste Kohle nach Teersand. Für den Dreck wird alles kaputt gemacht.